Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Zero, in der wir wieder hier unten bei diesem See sind. Ich muss das nochmal bis zum Ge Oh. Da ist diesmal rausgekommen. Na komm. Okay, diesmal bin ich nicht von der anderen Seite gekommen. Das hat ihr ganz schön zugesetzt, glaube ich. Das Slowen, ohne das wäre es teilweise so ultra schwer. Schön verlangsamen. Okay, haben wir sie? Auf jeden Fall ist sie zu. Ah, ne, sie haben sie immer noch nicht. Unter uns? Was? Wow. Oh Gott. Das war knapp. Jetzt haben wir sie aber. Schnell, schnell, schnell. Okay. Ein altes Schriftstück. Ach genau, das hatten wir am letzten Mal schon. Ich kann sterben alleine. Da ist sie lang gegangen. Okay, da lang. Und jetzt? Ah, okay. Gott, ich wäre jetzt fast die Klippe runtergelaufen. Und dann da nach rechts, okay. Hier gibt es so viele kleine Abzweigungen. Okay, da vorne rein. Puh. Jetzt mal wieder in diesem Wald hier. Nach links ist sie gegangen. Da vorne war der Puppenschrein, genau vom Anfang. Braut im Wald. Okay. Das sind beides welche, die auf der anderen Seite sind von den Sachen. Okay. So, bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hingeführt werden. Dieses Waldstück. Und dann da lang. Oh Mann, hätte ich sie den beide erwischen sollen. Ich hoffe, er erwischt sie noch. Yes! Das war knapp. Okay, nee, doch nicht so. Da haben wir tatsächlich noch. Oh. Schnell, nochmal verlangsamen. Wenn wir gerade so beide zusammenstehen. Sehr gut.
Verdammt, die Priester haben wir nicht mehr erwischt. Muss ich gleich nochmal slowen. Ist nicht sehr gut. Okay, sie sind auf jeden Fall unter der Hälfte. Wir treffen die Priesterin so nicht mehr. Da hinten ist sie. Da haben wir sie. Ach, sehr gut. Ich habe sie, glaube ich, beide erwischt. Auf jeden Fall treffe ich sie von hier nicht mehr. Da ist sie. Das war... Nein! Verdammt, jetzt ist sie zu weit nach hinten gefeuert worden, da können wir sie nicht mehr treffen. Ah, ärgerlich. Okay, einen normalen Film. Da hinten geht's irgendwie weiter. Zickzack-Parcours hier. Nehmen wir noch schnell die paar... Oh, ich habe zu viel davon. Sehr gut. Okay. Da lang. Reinigende Blut brauchen wir zwar nicht unbedingt gerade, aber wir wissen nie, wie oft wir noch irgendwie infiziert werden mit diesem Zeug. Brauchen wir noch richtig? Ja. Felsen versperren den Weg zum Schrein. Vielleicht finde ich woanders einen Umweg. Verdammt. Ah gut, der Geist führt mich auch den Umweg, sehr gut. Oh oh. Das ist wieder prädestiniert hierfür, dass wir irgendwo was treffen. Wieder eine Priesterin und eine Frau mit durchschlitzter Kehle. Wahrscheinlich werden die beiden direkt gleich wieder Geister. Naja, sind sie eigentlich schon. Ja, es kommen immer nur noch so Doppelpack-Geister. Aber doch nicht. Da lang, okay. Und dann nach links. Sind so viele Abzweigungen. Okay, dahinter. Mal schnell hier noch. Weihwasser. Sehr gut. Das kann man immer gut gebrauchen. Wieder auf der anderen Seite der Brücke.
Diese Frau, diese Priesterin, sie ruft mich. Zuerst erhält man eine Vision durch die Berührung oder eine Umarmung. Später reicht dafür ein einziger Blick. Jeder Mensch hat Geheimnisse. Die Visionen ermöglichen ihnen eine friedvolle Rückkehr ins Wasser, ohne jegliche Geheimnisse oder Schmerzen. Dich kann ich auch sehen. Deine Besessenheit vom Tod. Du hast Angst davor, allein zu sein. Komm in meine Arme. Komm zu mir. Gott. Langsam ist eine Priesterin wirklich nicht schlimm. Und wieder verlangsamen. Sicher als sicher. Lieber einmal zu viel. Okay, und einmal. Yes. Jetzt haben wir sie schon bis sonst vorhin zurückgeschoben. Okay, viel hat sie nicht mehr. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Sehr gut, wir haben die Priesterin noch erwischt. Ich hoffe, das hat bei der gereicht. Und bei dem sollten wir vielleicht stärkere Munition verwenden. Vor allem, wenn hier sowieso überall was von der rumliegt. So hat man ihn auf jeden Fall erstmal ganz schön gut auf Distanz. Mit der Slow-Kombo hier. Jetzt müssen wir ihn fast schon haben. Ja. Mal wieder auf die andere Munition wechseln. Immer noch nicht. Ja, einmal noch. Sehr gut, wir haben ihn. Sind wir jetzt endlich mal los? Der war schon auch immer echt nervig.
Nein, wir müssen wieder durch das Haus durch. Jetzt wollen sie es aber echt nochmal wissen, so zum letzten Tropfen hin. Jetzt würde ich fast sagen, nutzen wir hier mal eine reinigende Glut, dass wir nicht hier wie behandelt werden, als wenn wir komplett durchnässt. Ich hoffe nicht, dass wir gleich wieder raus müssen. Ich glaube doch. Dadurch? Okay. Aber bisher hatten wir auf jeden Fall noch keinen Geist hier. Aber diese Puppen immer... Zum Beispiel da draußen, wenn wir wieder direkt nass werden. Oh oh. Okay, jetzt haben sie alle wahrscheinlich geslowt. Diese Kinder, oh nein, mein Wii U-Pad hat keine Batterie mehr. Ja, gut, dann werde ich jetzt erstmal eine Pause machen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.